Großmutter sagt, sie heißt Schneekönigin. Und sie ist sehr, sehr schön und sie sieht aus wie eine richtige Frau. Sie hat ein Kleid aus Millionen von Eisblumen. Aber das ist doch ein Märchen, Kai! Nein! Nein, gerade in so Nächten wie heute, sagt Großmutter, da fliegt sie umher und schaut in die Fenster hinein. Sie ist ganz kalt und sie hat ein Herz aus Eis. Sei nah bei mir, geh nicht weg, ich würde es nie verzeihen. Dies rat ich dir, du sollst alles haben, was du wünschst. Das ist die Chance für dich. Nun bei dir im kalten Eise, das ist das Glück. Am 30. November besuchten wir die Generalprobe der Schneekönigin im Theater Gera. Die eben gesehenen zwei Szenen zeigen, wie Kai in die Gewalt der Schneekönigin gerät. Gerda will ihn befreien. Auf ihrer Suche kommt sie an einem wunderschönen Blumengarten vorbei, verbringt den Sommer im Schloss bei Prinz und Prinzessin und den Herbst beim Räubermädchen im Wald. Die zwei witzigen Raben Schnipp und Schnapp begleiten sie. Du wirst vergessen, woher du kommst. Du wirst vergessen, wohin du willst. Du wirst vergessen, wen du suchst. Du wirst vergessen, wer du bist. Du wirst glücklich sein, weil ich bei dir bin. Du wirst glücklich sein, weil du bei mir bleibst. Du wirst glücklich sein, weil du vergisst. Wir werden glücklich sein, denn wir sind nicht mehr allein. Wir denken uns jetzt im Spiel aus. Oh, das ist gut. Ja, hier, Prinz, pack. Prinzessin? Wow, so. Also, wir machen es so. Ich hüpfe, ihr werft das Kissen. Ich muss es fangen. Und dann tauschen wir und jeder erfindet eine Regel. Gut, das ist cool. Was finden Sie an der Schneekönigin gut? Dass sie ein wunderschönes Kleid tragen kann, einen wunderschönen Mantel, ganz tollen Schmuck, dass ich vom Himmel schwebe und dass ich den Kai verführen kann. Was ist Ihre Lieblingsszene in dem Stück? Also so richtig Lieblingsszene kann ich eigentlich nicht sagen, weil das ist für mich eine einzige große Szene, eine Reise, die Gerda macht. Ich bin ja eigentlich auch immer auf der Bühne die ganze Zeit und das ist sehr schön. Also was mir besonders viel Spaß macht, ist das Trampolinhüpfen, weil Spielen immer Spaß macht, auch wenn man schon ein bisschen erwachsen ist. Und das mit dem Räubermädchen, das finde ich auch sehr schön, die Szene, wo die das Messer und das ist so spannend. Ja. In dem Stück geht es ja um Freundschaft und Liebe. Im wahren Leben haben Sie bestimmt auch sehr gute Freunde. Und Liebe. Ja, das habe ich auch schon. Und die Gerda ist natürlich eine besonders gute Freundin, die, obwohl ich mich von ihr abwende in diesem Stück, sich auf die Reise macht und weiterhin an mich glaubt. Und ja, ich glaube, ich habe auch im wirklichen Leben zum Glück solche Freunde und sogar auch solche Liebe. Wie sind Sie auf die Idee mit diesem Eiskäfig gekommen?
Wir haben länger überlegt, was denn das geeignete Transportmittel für die Schneekönigin sein könnte. Und dann haben wir uns gedacht, das kann doch nur ein Eiskristall sein, in dem sie hoch und runter fährt. Wie sind Sie auf die schöne Musik gekommen? Oh, die schöne Musik, da habe ich den Olaf Krüger, der die Musik mitgemacht hat, und das haben wir gemeinsam uns ausgedacht. Woran merken Sie, wenn etwas schief läuft bei der Probe? Na, wenn etwas nicht so ist, wie verabredet oder wie ich mir das ausgedacht habe, dann sehe ich das und dann entweder stoppe ich das Ganze oder ich schreibe es mir auf. Ein Ausschnitt aus dem Schlussbild. Wir spielen im Schnee. Wir spielen im Schnee.